Herzlich willkommen, Kopf mit, auf eine spannende Reise in die Welt der Hygiene. Lasst euch überraschen und folgt uns auf die einzelnen Abteilungen. Viel Spaß dabei! Thank you.
Gott, hast du das gerade gesehen? Das war sowas von unhygienisch. Oh Gott, stell dir vor, das wäre überall so. Lass uns den Leuten mal zeigen, wie es richtig geht. Ja, dann los. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Nun zeigen wir euch mögliche Schritte der Händedesinfektion. Wichtig dabei ist nicht die Reihenfolge, sondern dass alle Hautareale benetzt sind. Dafür braucht ihr 3 Milliliter von einem Händedesinfektionsmittel, was 30 Sekunden einwirken muss. Viel Spaß! Desinfiziere deine Hände, werde endlich rein. Übernimm dieses Schicksal, vielleicht stehst du allein. Das Mittel in die Hände, 30 Sekunden lang. Erstmal richtig reiben, dann bist du nicht mehr bang. Was muss ich jetzt für Maßnahmen durchführen? Ich muss erstmal die Hände desinfizieren und Schutzkittel, Handschuhe, Mundschutz, alles an. Ich zeige euch das. Ja, ich zeige euch das. Ja. Warum musst du das machen? Um andere Kinder zu schützen und auch uns davor zu schützen. Weil wir ja mit den Sachen dann natürlich zu anderen Kindern im Zimmer gehen. Und was hat das Kind? Ein Norovirus hat das Kind. Und wir wollen es ja nicht verschleppen, deswegen. Also die Hände desinfizieren wird 30 Sekunden lang durchgeführt. Das muss man jedes Mal anziehen? Ja, das muss man jedes Mal einmal machen. Und die kommen dann im speziellen Müll eigentlich? Genau, die steht immer direkt vor, weil wir dürfen dann natürlich nicht mit den Sachen dann wieder raus, ne? Wird im Zimmer ausgezogen und dann Abwurf. Nicht einmal Mundschutz. Schon lustig aus, ne? Ja. Diese Aliens. Haben die Kinder keine Angst? Nein. Also das Kind kennt das ja, also ich war ja schon verkrasst. So, dann kommt jetzt einmal die Haube. Ist das nicht ganz schön warm unter den Sachen? Ja, es ist warm. Man, im Sommer ist es auch schlimmer. So. So, jetzt die Handschuhe. Wer sonst irgendwelche Fragen? Nee, danke, das wär's schon. Ja, gut, dann geh ich mal in dein Zimmer. Super, danke. Ganz tschüss. Schönen Tag noch. Echt aufwendig, diese Isolierungsmaßnahmen. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Ich auch nicht. Aber hast schon gehört? Vor Operationen muss man ja noch so eine chirurgische Händedesinfektion durchführen. Nee, bis jetzt noch gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob uns das jemand zeigen kann? Ja, auf geht's. Hallo, entschuldigen, Herr Dr. Saras, könnten wir Sie mal ein paar Fragen stellen? Sehr gerne. Können Sie uns vielleicht den Unterschied zwischen einer hygienischen Händedesinfektion und einer chirurgischen Händedesinfektion zeigen? Ja, wie Sie vielleicht vorhin schon gehört haben, benötigt man für die hygienische Händedesinfektion ca. 30 Sekunden, während bei der chirurgischen Händedesinfektion ein längerer Zeitraum vonnöten ist, nämlich mindestens 3 Minuten, weil man einen länger andauernden Effekt der Asepsis haben will, weil man bedenkt, dass Operationen ein paar Stunden dauern können. Mhm. Ich möchte Ihnen jetzt gerne zeigen, wie man sich chirurgisch die Hände desinfiziert. Ja, super, vielen Dank. Es reicht also, meinetwegen, was wir hier haben, Sterilium oder Spitazid, indem man mit dem Ellenbogen, die linke Ellenbogen, die rechte Hand unter das Desinfektionsmittel hält, jetzt ca. 5 bis 7 Milliliter Flüssigkeit nimmt, die Hände reibt und bis zum Ellenbogen geht. Das ist der Unterschied zur hygienischen Händedesinfektion. Man muss also bis zum Ellenbogen gehen. Wichtig nachher ist, dass man nicht mehr bis zum Ellenbogen
mit der nächsten Flüssigkeitsmenge geht, damit man sich nicht unsteril macht und sozusagen zentrifugal wäscht. Immer ein Stückchen weiter runter. Ja? Nehmen jetzt mal den nächsten. Ein paar Milliliter Flüssigkeit, gehe wieder über die Hände und gehe nicht mehr bis oben hin. Ja, nur bis hier jetzt hin, habe also schon einen Abstand von fast 10 cm nach oben. Und in der Zeit, wo das trocknet, wirkt das Desinfektionsmittel auch ein. So, und jetzt wieder weniger, nur noch bis zum Handgelenk oder knapp drüber. Und legen jetzt mehr Wert darauf, die Hände zu waschen. Halten die Hände immer senkrecht nach oben, damit das Desinfektionsmittel runterlaufen kann. So, und zum Schluss dann nur noch die Hand knapp drüber. Gehen wir jetzt mal rein. Immer mit hochgehaltenen Armen. Das hat aber lange gedauert. Oh ja, Mann, war das zeitintensiv. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie steriles Arbeiten geht. Ja, haben wir mal wieder was dazugelernt. Hast du das gerade gehört? Nee, lass mal gucken gehen, komm. Ich komm aus dem Zimmer. Und er steht einfach da, der Desinfektionsspender. Und er sagt, mach mich an, bring die Hände ran. Ich mach sie hygienisch rein. Da können Patienten vor Freude schreien. Desinfizier deine Hände, werde endlich rein. Übernimm dieses Schicksal, vielleicht stehst du allein. Das Mittel in die Hände, 30 Sekunden lang. Erstmal richtig reiben, dann bist du nicht mehr bang. Nun sind wir am Ende unseres Films angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt etwas dazugelernt. Und vergesst nicht, euch jetzt regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Wir bedanken uns. Und wir sind der Mittelkurs 1013 des Lukas Krankenhaus Neuss. Tschüss. Tschüss. Ich komm aus dem Zimmer und er steht einfach da, der Desinfektionsspender. Und er sagt, mach mich an, bring die Hände ran. Ich mach sie hier.
Hygieneschrein. Da können Patienten vor Freude schreien. Desinfizier deine Hände, werde endlich rein. Übernimm dieses Schicksal, vielleicht stehst du allein. Das Mittel in die Hände, 30 Sekunden lang. Erstmal richtig reiben, dann bist du nicht mehr bang. Egal, was immer du auch bist, ob Professor, Schwester oder Zivilist, du bist genauso Mensch wie er, sie und ich. Und vielleicht versorge ich irgendwann auch einmal dich. Desinfizier deine Hände, werde endlich rein. Übernimm dieses Schicksal, vielleicht stehst du allein. Das Mittel in die Hände, 30 Sekunden lang. Erstmal richtig reiben, dann bist du nicht mehr bang. Desinfizier deine Hände, werde endlich rein. Übernimm dieses Schicksal, vielleicht stehst du allein. Das Mittel in die Hände, 30 Sekunden lang. Werde endlich mutig, dann bist du nicht mehr bang.